Ich darf Tanja Frank und Lorena Abicht begrüßen. Die beiden sind gerade auf einem Trainingscamp in Vila Moura in Portugal und wir dürfen erfahren, wie es bei denen so läuft und was denn als nächstes am Plan steht. Tanja, erzähl mal, mit welchen internationalen Teams trainiert ihr dort und wie lange ist denn eigentlich euer Trainingsblock? Also wir trainieren hauptsächlich mit den Belgierinnen. Das sind unsere neuen Trainingspartner. Mit denen wollen wir jetzt bis Tokio zusammenarbeiten. Es sind aber auch, glaube ich, noch 16 oder fast 20 andere FX hier, mit denen wir auch hin und wieder Trainingswettfahrten machen. Und da bleiben tun wir bis 20. Dezember. Lorena, welche Ziele habt ihr euch für dieses Trainingscamp gesetzt und worauf habt ihr besonders viel Wert gelegt? Ziel ist erstmal, dass wir vor allem die Bedingungen nutzen und insoweit nutzen, dass wir unser Material testen. Wahrscheinlich dann das oder hoffentlich das für die Olympischen Spiele. Also es gibt viel Masten zum Testen. Wir haben 6 Masten hergebracht, diverse Segelsätze und auch 2 Boote. Und eins davon werden wir dann hoffentlich im Februar nach Japan schicken können für die Spiele. Und das bedarf viel Zeit, viel Speedtest eben zusammen mit den Belgierinnen. Und das ist mal das Hauptziel. Und das Schöne ist hier in Portugal, das ist nicht ohne Grund, dass wir hier gerade sind. Es kommt den Bedingungen in Japan sehr, sehr nahe mit der Welle und dem Wind. Und das versuchen wir jeden Tag zu nutzen. Du hast es schon angesprochen. Also das Materialtesten ist ja bei allen Teams, die zu den Olympischen Spielen fahren, ein besonders großes. Jetzt kann man schon sagen, wie weit ihr da seid. Habt ihr da schon 50% der Testungen durch? Ist natürlich eine schwierige Frage, aber wie weit seid ihr da? Seid ihr schon da gefestigt so weit oder ist da noch sehr vieles fraglich? Ja, ist gar nicht so schwer die Frage. wir haben uns mal auf die Bedingungen konzentriert, sagen wir so. Wir sind jetzt, darf man das sagen, beim 2. Mast. Um es jetzt sehr spezifisch zu sagen. Aber das ist, ich glaube, es ist normal, weil es heißt nicht, dass wir nicht genug machen, sondern es gibt dann doch so viel zu tun und dann so viele Baustellen auf dem Wasser selber, dass wir die erst lösen wollen. Und erst wenn es Sinn macht, 9 Mast auf das eine Boot zu setzen, dann machen wir es. Und deshalb dauert es irre lang. Und es wird auch noch wahrscheinlich bis Jänner oder sogar Anfang Februar dauern, bis wir da alles durchgetestet haben. Es fühlt sich schleppend an, aber man darf nicht vergessen, man muss trotzdem seine Wasserstunden sammeln und an Land gibt es auch nicht wenig zum Tun. Deshalb, es dauert, aber es wird. Tanja, schilder mir doch mal einen klassischen Trainingstag bei euch, sofern natürlich genug Wind da ist. Meistens stehen wir auf, einmal in der Früh. Aus dem Bett raus wird schwer, oder? Richtig, das ist schon mal die erste Hürde. Dann kommen wir zum gemeinsamen Frühstück mit viel Kaffee. Und dann geht es eigentlich schon relativ früh meistens zum Boot. Einiges vorbereiten. Wir haben eben 2 Boote hier. Das heißt, wir haben auch einiges am Boatwork und müssen auch immer viel mit den Trims arbeiten. Das ist natürlich alles vorm Segeln, das ganze Material zusammensuchen, auch was wir testen wollen für den Tag. Dann reden wir uns mit unseren Trainingspartnern, das mit den Belgiern zusammen, was wollen wir heute draußen machen. Und dann geht es eigentlich eh meistens relativ schnell raus aufs Wasser. So, ja, an die 4 Stunden, sei jetzt mal so im Durchschnitt. Und danach gibt es immer ein relativ langes Debrief, das ist immer sehr intensiv bei uns. Da sitzen wir alle zusammen, also zu 6. Der Trainer von den Belgierinnen und wir und gehen alles nochmal durch, was am Tag so passiert ist. Wenn wir nichts kaputt gemacht haben, haben wir Glück gehabt, dann müssen wir nicht mehr so viel machen am Boot, sonst nochmal eine Runde Boatwork. Und dann geht's ins Gym. Entweder wirklich ins Gym oder unser Home Gym, wo wir einfach einige Sachen mitgebracht haben von zu Hause. Damit wir uns nicht in Corona-Gefahr begeben. Wir werden auch viel Outdoor trainiert quasi mit dem, was wir mitgebracht haben. Und dann ist komischerweise eh schon wieder Abendessenszeit.
Hier trainiert ihr momentan mit eurem Coach Luka Bursic alleine. Davor musstet ihr ihn ja mit zwei anderen Teams teilen. Würdet ihr sagen, das läuft jetzt harmonischer ab oder entstehen dadurch leichte Reibungen, wenn er so gesehen nur euch zu begutachten hat? Weil sie haben die ganze italienische Force auf uns? Richtig. Ja, könnte so sein. Nein, es hat sicher Vorteile, weil du einfach seine Aufmerksamkeit nicht zu teilen hast mit einem oder zwei Teams oder mehreren. Das ist natürlich ein Vorteil, das kann man nicht anders sagen und auch nicht abstreiten. Wenn ein Trainer nur auf dich als Team schaut, dann kann es nur besser sein, denke ich. Und ja, krieg alle Emotionen, alles kriegt man aufs Team. Nein, es ist super, es läuft gut. Ihr hattet ja davor ein relativ großes Team, was jetzt die 49 FX anbelangt. Also ihr wart so gesehen zu sechst. Genießt ihr jetzt die Freiheiten, die ihr habt, oder vermisst ihr so gesehen diese sozialen Aspekte auch des großen Teams? Beides. Ich glaube, wie die Leni auch schon vorher gesagt hat, es hat immer alles natürlich Vor- und Nachteile. Aber natürlich fehlt es auch ein bisschen, wenn die anderen Mädels, gerade auch wenn wir mit ihnen zusammen gewohnt haben zum Beispiel, ist es einfach schon was anderes. Also. Mhm. Die nächsten Regatten, da weiß ja niemand wirklich, wann die wie stattfinden. Aber habt ihr euch schon ein Ziel gesetzt? Bei dieser Regatte werdet ihr gerne dabei, sofern sie denn überhaupt stattfindet? Das nächste, glaube ich, wäre mal Palma. Mhm. Und da ist eigentlich immer gut besetzte Regatte ist, hoffen wir auch auf nächstes Jahr Palma als nächstes Ziel. Und jetzt ergebnistechnisch oder so. Das haben wir auch überhaupt nicht drüber gesprochen. Wir hoffen einfach, dass sie stattfindet und dass sie bis dahin unseren Japan-Container abgeschickt haben und nämlich auch entsprechendes Material bewusst hingeschickt haben. Also Schritt für Schritt, das ist ein bisschen weit weg. Wir können wirklich nur von Monat zu Monat momentan planen und wir wissen noch nicht mal sicher, was wir so ungefähr nächsten Monat machen. Das ist eine Idee immer am vom Tisch, aber ob man das dann so ausführen kann, es ändert sich jeden Tag hier die Bedingungen in Sachen Corona und Pandemiezeiten und ja, man muss flexibel bleiben. Wir bleiben bei dem Thema nächster Monat. Tanja, hast du schon eine Idee, wie Weihnachten für euch beide denn aussehen wird? Ich glaube, wir sind beide zu Hause, also Leni in Hamburg und ich in Wien. Wie es wirklich ausschauen wird, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich komme noch zum Weihnachtsgeschenke einkaufen. Nachdem wir jetzt bis 20. Dezember mal durchgängig hier sind, wird es wohl portugiesische Geschenke geben. Alrighto. Zu guter Letzt hätten wir gerne gewusst, wie gut aufgeräumt es in euren vier Wänden ist. Dafür müsst ihr einfach nur Laptop und integrierte Kamera in die Hand nehmen. Und eine kleine Führung bitte. Yes! Yes! Alle Socken mit. Kurz vom Tisch. Das Surfboard, schau dir das an. Das ist Torki. Edel, ja. So. Wir haben eine richtig coole Wohnung erwischt. Jeder hat sein eigenes Zimmer mit Bad. Kann ich noch schnell vorgehen, aufräumen? Ja, gehen wir vor aufräumen und das. Wie so ein Schneepflug, schnell alles auf die Seite. Das ist. Ja. Sogar relativ aufgeräumtes Bett, oder? Geht. Ja. Ich mache immer mal, das habe ich spätestens im Bundesheer gelernt, oder? Bett machen. Gut. Jetzt seid ihr in der Wohnung alleine oder teilt ihr die mit irgendwem? Piu, das wäre raufgeflitzt. Tanja, Leni und Luca. Kommen wir hier Eingangsbereich. Ui, sind das Golfschläger? Die könnten hier langsam ein Schuhgeschäft aufmachen. Doch, ja. Das darf man eigentlich gar nicht zeigen, aber. Ich nehme die mit Absätzen. Nee, die leider nicht mitgenommen. Warte, ja. Sehe ich da Golfschläger? Wem gehören die Golfschläger? Ich glaube, das ist hier der Deko-Bereich. Ah, okay. Aber das gehört zum Interieur. Mhm. Und überhaupt ein paar fancy Kristallleuchter, wo wir nicht wissen, ob die so kitschig sind, dass sie schon wieder gut sind. Aber das ist ein Luxusproblem hier. Wir haben ein super feines Apartment. Mhm. Okay, pass auf. Ich war hier eigentlich noch nie oben, okay. Das ist der Dachboden, auf den niemand sagt. Oh! Wer ist da? Oh! Mensch! Ja, sehr gut.
geräumt. Wahrscheinlich, wenn man jetzt einfach so die Decke wegnimmt, ist der ganze Müll drunter. Nein. Okay. Mhm. Zeig mir mal die Aussicht oder so. Habt ihr einen Balkon? Oh, ein Engel. Wir haben keinen Balkon, aber eine mega Aussicht. Ja, pass auf. Aus der Bitte. Kuchel. Ja. Kannst der. Schwenken wir zu doll? Dung. Pass auf, das ist die Küche. Mhm. Und, mach doch hier. Guck doch hier. Okay. Guck hier. Guckst du hier? Balkon. Guckst du hier? durch die Fensterscheibe durch. Ja, geht, oder? Also ihr seid so direkt am Hafen, oder? Oh ja. Und von der Küche aus, das wollte, habe ich eben versucht zu zeigen, sieht man... Das sind die Zelte von den Windsurfern. Und kurz dahinter stehen unsere Boote. Nice. Wir haben ja alles im Blick. Das ist ganz praktisch. Gut. Meine Damen, dann genau, dürft ihr gerne noch einen kurzen Moment Platz nehmen und dürfen wir allen österreichischen Zuhörern und Zusehern etwas ausrichten von euch? Natürlich. Also ich richte meine liebsten sonnigen Grüße aus von der Algarve. Mhm. Und auch nach Deutschland übrigens, wieder doch halb. Mhm. Und ja, gar nicht. Dass alle gesund bleiben und frohe Weihnachten. Mhm. Dürfen wir schon einen Monat vorweg, dass wir halt rechtzeitig dran sind, dürfen wir das gerne ausrichten. Genau. Weil wir wissen ja nicht, ob wir sie nochmal hören davor. Frohe Ostern, guten Rutsch dieses und nächstes Jahr dann. Ja. Dass wir alles durchhaben. Schön. Besser als 2021. Ohne Corona. Und einen schönen Geburtstag an alle, die Geburtstag haben. Richtig. Und Leichnam. Okay. Und Christi Himmelfahrt und alles, was sonst so da ist. Okay, fein. Damen, vielen Dank. Ich wünsche eine schöne restliche Woche, gute Trainingstage, viel Wind und viel Spaß. Auf bald. Zu Hause bleiben leicht gemacht mit dem neuen Segler-Talk von Candidate Sailing.